Willkommen zurück zu Wer weiß denn sowas? Der Toffi weiß es garantiert nicht. Vor allen Dingen weiß Toffi gar nicht, wo er seinen Würfel gelassen hat. Den hat er schon wieder im Regal liegen lassen. Moment. Kurz einen Würfel geholt, damit wir gleich wieder rausfinden können, bei wem wir uns heute platzieren. Bei Bernhard oder bei Elton? Lassen wir doch das Schicksal entscheiden. Gerade Zahl ist Elton und ungerade Zahl ist Bernhard. Es ist die 4. Es ist Elton. Ja, mal gucken, mit wem Elton heute klarkommen muss. Emil, Miriam, Christina, Richard, Silvia, Annette, Anastasia, Janine. Das ist Janine? Okay, ja, nehmen wir mal einen diversen Charakter. Ist doch auch mal nicht schlecht, oder? Muss ja nicht immer total eindeutig sein bezüglich Sexualität, Geschlecht, wie auch immer. Janine hat einen Bart. Finde ich gut. Und mit Janine, sag mal, Janine oder Janine? Das ist wieder das typische, das ist gleich wie mit Angela und Angela oder Georg und George. Nee, George. Das ist also die Aussprache, sag ich mal. Ne, Kai? Oder Kay. Zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass es in Schweden immer mehr Brücken nur für Rentiere gibt? Sogenannte Renodukte. Für Rentiere? Ich will auch mal eine eigene Brücke haben. Gibt es auch irgendwie Brücken für Toffis? Anfang der Sendung erst einmal darauf, wie viele Menschen sich hinter welchem Team versammelt haben. Denn auch heute durfte unser Studiopublikum. Heute dürfen wir die erste Kategorie wählen. Komm, das muss sein. Platz nehmen möchten. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. 43. Ey, das können wir toppen, Elton, oder? Für divers, weißt du? Da wogen eh die meisten. Ja, 45? Also das ist diskriminierend, nur weil wir divers sind. Oh, das ist so diskriminierend. Dafür gewinnen wir jetzt, um es denen zu zeigen. Und das ganze Geld geht nicht ans Publikum, sondern es geht an uns. Für, keine Ahnung, für Lippenstift. Diversen Lippenstift. Also Lippenstift, der halt einfach nicht eindeutig Lippenstift. Was laber ich halt für Müll? Ja, es ist ganz schlimm heute. Vielleicht soll ich heute eigentlich nicht aufnehmen. Das Team, das mehr Menschen hinter sich versammeln konnte. Ich habe extra eine Mandarine vorher gegessen, übrigens. Hoffentlich für Hirnschmalz oder so, weißt du? Damit ich gut nachdenken kann, aber. Sollen wir einfach Einspruch nehmen? Ich mag so Objection! Royals, Alter, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Wer, wann, wo, wen. Was ist bei einem geerbten Elternhaus zu beachten? A. Beim Grundbucheintrag wird Grunderwerbssteuer fällig. B. Der Ehepartner des Kindes erhält einen Pflichtanteil. Oder C. Es können bei Abriss nachträglich Erbschaftssteuern anfallen. A finde ich fast ein bisschen zu langweilig. Ich meine, ich weiß, dass es Grunderwerbsteuer gibt, halt wenn du ein Haus kaufst oder einen Grund kaufst, gibt es Grunderwerbsteuer, aber eigentlich müsste die ja schon bezahlt sein, weil das Haus existiert ja schon und du übernimmst, du musst zwar Steuern zahlen, aber glaube nicht, ich weiß nicht, ob du nochmal Grunderwerbsteuer zahlen musst, weil es ja quasi nicht nochmal gekauft wurde, sondern lediglich vererbt. Deswegen finde ich A irgendwie ein bisschen Quatsch. Könnte es A sein? Wir schließen jetzt erstmal das A auf. Ich finde C irgendwie interessant, bei Abriss. So, dass du das so nach dem Motto, also ja, ich reiße es eh ab, da gibt es keine Erbschaftssteuer oder irgendwie sowas. Aber dass es dann trotzdem noch gibt. Okay, wir nehmen das Publikum. Oh, direkt Publikum. Also ich hätte C irgendwie interessant gefunden. Steht mal bitte kurz auf, es können auch mehrere sein. Zeigen Sie sich ruhig. So, wen wollt ihr doch nicht. Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ja, ich glaube schon. Antwort C, würde ich sagen. Darüber habe ich mal was gelesen. Die Mandarine, die ich gegessen habe, die sorgt für Intelligenz. Es wird meine Runde. So, hier kommt die richtige Lösung. Keine Frage. Wer ein Haus erbt, in dem vorher die Eltern bis zu ihrem Tod gelebt haben, muss keine Erbschaftssteuern dafür zahlen, wenn er die Immobilie unverzüglich selbst bewohnt und diese nicht mehr als 200 Quadratmeter groß ist. Nach § 13 des Erbschaftssteuergesetzes fällt die Steuerbefreiung rückwirkend weg, wenn der Erwerber das Familienheim innerhalb von 10 Jahren nach dem Erwerb nicht mehr zu Wohnzwecken selbst nutzt. Dazu gehört auch ein Abriss, denn befreit ist nur der Nachlassgegenstand und kein Neubau.
Jetzt wisst ihr Bescheid. Wenn ihr was erbt, achtet da drauf. Nicht einfach abreißen, sondern vielleicht erstmal kurz drin wohnen. In der Bruchbude. In dem baufälligen Ding. Mit Schimmel. Egal. Hauptsache keine Erbschaftssteuer. So. Ich finde wie bitte irgendwie interessant. Wie bitte? Wir wollen interessieren, was das bedeutet. Welchen kuriosen Job hatte 2012 ein US-amerikanischer Programmierer zu vergeben? A. Mitarbeiterin, die ihn für jede Ablenkung ohrfeigte? B. Masseur, der den Tastsinn seiner Finger trainierte? Oder C. Vorleserin, die ihm Binärcodes zur Entspannung zuflüsterte? Ich kann mir alles außer B vorstellen. Ich finde so ein Masseur, der den Finger, den Tastsinn seiner Finger trainierte. Aber ich meine, das ist ja widersprüchlich. Tastsinn, es geht ja um Empfindlichkeit der Finger. Also wenn du lange was nicht schmeckst, schmeckst du es ja intensiver. Wenn du lange etwas nicht anfasst, fasst sich halt irgendwie, ist es intensiver beim Anfassen. Das heißt, wenn ihr schon lange keinen Geschlechtsverkehr mehr hattet, mit Anfassen, wird es umso schöner mit Anfassen, wenn ihr es dann später mal macht. Denke ich. Deswegen finde ich B irgendwie Quatsch. Aber A und C können es halt beides sein, ne? Ich finde A irgendwie geil, sagt ein Elton. Also vom Sinn her ist A am besten. A am besten? Ja, aber Tastsinn, wenn du programmierst, schreibst, wofür brauchst du Tastsinn, brauchst du, wenn du irgendwas fühlst? Da ist Tasten, glaube ich, völlig egal. Ja, stimmt. Ausgehend vom Programmierer hast du recht, Elton. Macht aber wirklich keinen Sinn, ne? Aber eben, ich meine auch, wie gesagt, das Tastsinn. Weiß ich nicht. Also ich würde auch erstmal C ausschließen. Ich sitze dann so neben ihm und sage immer 011 1001. Das würde mich, glaube ich, in Rage versetzen, nicht zur Entspannung. Ja gut, du bist aber auch kein US-amerikanischer Programmierer. Die Amerikaner sind ein bisschen speziell. Aber gut, wir beide sagen ja A. Ich finde A irgendwie auch am besten. Komm, dann versuchen wir es mal mit A, Elton. Antwort A. Wir haben es eingeloggt. Wir schauen. Den Job hätte ich übrigens wirklich, auch gerne. Wirklich, tut die Hand irgendwann weh, oder? 2012 hatte ein Softwareentwickler aus San Francisco eine verrückte Idee, um effizienter zu arbeiten. Er stellte eine Mitarbeiterin ein, die ihn anbrüllen oder ohrfeigen sollte, wenn er sich von seinen Aufgaben ablenken ließ. Laut dem IT-Experten sorgte nicht nur die Ohrfeige, sondern allein die Anwesenheit des neuen Teammitglieds für mehr Produktivität. Durch die stetige Kontrolle konnte er dazu motiviert werden, seine Ziele besser zu erreichen. Das ist dasselbe Phänomen, das du hast, wenn du einen Trainer hast beim Fitness. Wenn du alleine ins Fitness gehst und niemanden hast, der darauf achtet, dass du deine Aufgaben im Fitness machst, dann bist du auch nicht so motiviert. Du bist viel motivierter, wenn jemand drüber guckt. Das geht aber nicht bei jeder Arbeit. Also es geht jetzt nicht unbedingt gerade, jeder muss irgendwie jemanden haben, der über die Schulter guckt bei jedem Arbeiten. Das ist totaler Quatsch, weil dann fühlst du dich beobachtet, dann fühlst du dich auch eingeengt und dann bist du vielleicht nicht produktiv. Aber bei gewissen Arbeiten bestimmt, da bin ich auch ganz der Meinung. Die Tour zum Prince von Wales am 1. Juli 1969 trug Charles A. sein Geburtsarmband am Handgelenk, B. einen vergoldeten Tischtennisball auf seiner Krone oder C. ein Namensschild, damit er sich ausweisen konnte. Ich finde C gut. Ich finde C gut. Er hat halt keiner erkannt, weißt du? Ja, ich bin übrigens Charles. Ich finde das irgendwie geil. Ich bin einer von den Royals. Hier, mein Ausweis. Finde ich gut. Ja, der Tischtennisball ist irgendwie so abstrus, könnte schon wieder mal sagen. 1969 ernannte Königin Elisabeth II. Ihren Sohn Charles zum Prinzen von Wales. Für die Zeremonie im Carnarvon Castle musste eine neue Fürstenkrone angefertigt werden. Der beauftragte Goldschmied setzte bei der Herstellung auf das Verfahren der Galvanisierung, was den Kopfschmuck leichter und preisgünstiger machte. Nur wenige Wochen vor der Zeremonie zerbrach die zarte Kugel auf der Spitze und wurde auf die Idee eines Technikers hin mit einem vergoldeten Tischtennisball ersetzt, der noch heute die Krone ziert. Das geht doch, gibt's doch nicht echt. Ich bin schon auf der falschen Seite gewesen übrigens, ne? 1000 Euro auf eurem Konto. Oh, und jetzt habe ich auch noch nicht mal das Ding hier. Ah ne, warte. Ja, jetzt mache ich alles Mist hier. Ich war schon wieder auf der falschen Seite. Ich bin normalerweise auf der linken Seite mit der Kamera, deswegen ist es so total ungewohnt. Entschuldigung. Aber war nur bei 3 Fragen. Ich irgendwie, irgendwann merke ich es dann mal. Entschuldigung. So.
Komm, ich bin heute mal risikofreudig und nehme das Fragezeichen. Das wird mir von uns immer weggenommen, deswegen nehmen wir das jetzt mal. Für im Handel erhältliche kosmetische Mundwässer gilt im Unterschied zu Mundspülungen, dass sie A. keinen Alkohol enthalten dürfen, B. generell zur Anwendung vor dem Zähneputzen vorgesehen sind oder C. angewendet keine wirksame Menge Fluorid gegen Karies enthalten. Ich habe keine Ahnung tatsächlich. War das nicht gerade Bernhards Stimme? Für im Handel erhältliche kosmetische Mundwässer gilt im Unterschied zu Mundspülungen, dass sie generell zur Anwendung vor dem Zähneputzen vorgesehen sind. Warum? Was bringt das? Ich meine, Mundwässer, Mundspülungen, klar, die sind meistens nach dem Zähneputzen macht man noch eine Mundspülung und sowas, aber generell vorher, es ist ja auch egal, wann du die Zähne putzt, weißt du? Also, manche Leute putzen sich nach jeder Mahlzeit die Zähne, weil du 5 Mahlzeiten am Tag hast. Also, das finde ich irgendwie Quatsch. Das impliziert ja, dass du halt eben jeden Menschen quasi vorschreibst, wann er seine Zähne zu putzen hat. Also, B finde ich irgendwie totaler Quatsch. Kein Alkohol enthalten dürfen. Das könnte halt sein. Angewendet keine wirksam gegen Fluorid, gegen Karies enthalten. Was sagt Elton? Das kann nur A sein. Also, B halte ich für komplett ausgeschlossen. Also, C würde ich jetzt mal ausschließen. Elton sagt, es kann nur A sein. Ich nehme das Publikum. Sehr schöne Frage. Nee, ohne Witz. Also, da bin ich ganz raus. Also, ich habe ja eine Tendenz, dass B irgendwie Quatsch ist, aber das. Ja, stehen Sie ruhig auf. Zeigen Sie sich ruhig. Also, können auch mehrere sein. Zeigen Sie sich ruhig mal. So, wen nehmen wir? Sie putzt sich bestimmt ganz, ganz oft die Zähne. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Antwort C, würde ich sagen. Ha, hätte ich auf Elton gehört. Passt für mich am besten. Aber eben, ich hätte jetzt A oder C gesetzt. B habe ich ja ausgeschlossen, aber ich war mir echt unsicher. Und egal, welche Antwort jetzt richtig ist, spektakuläre Bilder. Spektakuläre Bilder. Und spektakulär immer die gleichen Texte. Hochkonzentriert und deshalb nur verdünnt anzuwenden. Mundspülungen hingegen unverdünnt. Beide enthalten meist Wirkstoffe gegen Plaque- und Zahnfleischentzündungen. Untersuchungen der Stiftung Warentest zeigen allerdings, dass die Dosis der erforderlichen Wirkstoffe in Mundwässern meist zu niedrig für einen ausreichenden Schutz ist. Kosmetische Mundwässer enthalten bei verdünnter Anwendung keine wirksame Menge Fluorid. Mundspülungen hingegen können Karies durch Fluorid vorbeugen und sind als ergänzende Zahnpflege meist deutlich wirkungsvoller. Ich habe gehört, dass Mundspülungen ganz schlecht sind. Es ist egal. Heute sind sie gut, morgen sind sie schlecht, übermorgen sind sie wieder krebserregend. Das ist wirklich so. Es ist ganz schlimm. Heutzutage kannst du niemandem mehr vertrauen. Das ist ganz, ganz schlimm. Nehmen wir Trick 17? Ja, da sind wir uns auch einig. Wir nehmen Trick 17. Ja, auch eine meiner Lieblingskategorien. Hätte ich gerne auch selber gemacht. Damit sich frisch gewaschene Wolldecken beim Trocknen nicht verziehen, hilft es, sie in den Trockner zu schmeißen. Gemeinsam mit Handtüchern in den Trockner zu geben, B, auf einer Wäscheleine in Form eines Dreiecks aufzuhängen oder C, am Wäscheständer mit 2 Tischdeckenbeschweren zu behängen. Ja gut, C ist irgendwie so, ja, da hätte ja jeder selber drauf kommen können, aber das wird nicht der Trick 17 sein. Das klingt, Trick 17 ist meistens was Spezielles, was total intelligent ist, also C finde ich irgendwie langweilig, wenn das jetzt richtig ist. Nicht zwingend dämlich, sondern ich finde irgendwie A irgendwie gut, so nach dem Motto, dass das vielleicht irgendwie so eine Wechselwirkung hat, weil die Handtücher oder irgendwie sowas. Okay, wir haben C eingeloggt. Hä, das ist doch langweilig. Das ist doch kein Trick. Decken aus echter Wolle sollten nur schonend geschleudert oder mit der Hand gewaschen werden. Daher sind sie nach dem Waschen noch nass und schwer. Werden sie zum Trocknen parallel zur kurzen Kante auf einer Wäscheleine aufgehängt, verziehen sie sich und verlieren ihre Form, da das Wasser die Faser nach unten zieht. Um das zu verhindern, sollten Wolldecken nass zu einem Dreieck gefaltet werden. Anschließend werden sie gefaltet, der Länge nach aufgehängt. So ist das Gewicht gleichmäßiger verteilt und die Decken bleiben in Form. Gut, weiß nicht, ob ich es gewählt hätte. Ich war ja auch ein bisschen bei A, aber eben C hätte ich jetzt auch irgendwie ein bisschen. Es wäre zu blöd gewesen. Ja, da hängt einfach was dran, irgendwie so, damit sie halt in. Ja, wobei eben dann zieht's ja sowieso die Form wieder raus, ne? Ach, keine Ahnung. Ich war es ja nicht. Deswegen, wir gehen jetzt. Ach komm, unser Körper. Lasst uns einfach mal unseren Körper erforschen.
Eine Studie am Baylor College im texanischen Houston hat herausgefunden, dass A. Lesen das Hautbild verbessert, B. Quarkmasken für buschigere Augenbrauen sorgen, C. das Putzen der Zunge den Blutdruck senken kann. Wenn die Amerikaner irgendeine Studie in Auftrag geben, ist das meistens totaler Bockmist. Es ist oftmals so, Amerikaner haben rausgefunden, dass Ketchup Krebs vorbeugen soll. Habe ich wirklich mal gehört, dass Ketchup krebsvorbeugend ist. Ketchup? Echt jetzt? Aber, ja gut. Ich finde, Lesen das Hautbild verbessert. Warum? Wie soll das funktionieren? Ich meine, das Hautbild wird verbessert. Was kann beim Lesen passieren, dass das auf die Haut geht, sodass es halt eben besser wird? Weil du Grimassen machst beim Lesen oder was? Also A finde ich irgendwie Quatsch. Ich finde C am logischsten irgendwie. Ich weiß es tatsächlich absolut nicht, aber allein von den Antworten würde ich sofort auf A tippen. Was? Das glaube ich, das würde ich schon mal ausschließen. Wie sicher bist du dir denn bei C? Quarkmasken für buschigere Augenbrauen, das könnte natürlich auch sein, weil halt eben der Quark vielleicht irgendwie, aber warum sollte man das wollen? Das heißt, wer will buschigere Augenbrauen haben? Möchte jemand so richtig schön, keine Ahnung, ist das ein neuer Trend? Ist das ein Fetisch oder sowas, von dem ich nichts weiß? Ich finde, C ist das Einzige, was logisch klingt. Gut, dann nehmen wir C. Durch die Massage oder sowas? Weiß ich nicht. Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort. Forschende des Baylor College in Houston haben 2019 herausgefunden, dass das Putzen der Zunge positive Effekte auf das Herz-Kreislauf-System haben kann. Putzt man sie regelmäßig, verbessert sich die Mundflora. Die auf der Zunge natürlich vorkommenden Bakterien können so die Produktion von Stickstoffmonoxid durch den Magen fördern. Das Gas, das im Körper natürlich vorkommt, kann den Blutdruck senken, indem es die Blutgefäße erweitert. Laut der Studie können die positiven Effekte bereits nach wenigen Tagen Zungenpflege eintreten. Bis nächstes Jahr wieder eine Studie kommt, in der das dann, keine Ahnung, zu Mundfäulnis kommen kann. Oder sowas. Es kommt sowieso immer wieder was anderes. Ich glaube langsam gar nichts mehr daraus. Nehmen die USA. Oh, wir hätten gerne USA. Sind bald wieder Wahlen. Ich hoffe so sehr, dass Trump nicht nochmal gewählt wird. In der Federal Reserve Bank of Atlanta werden täglich mehrere Millionen Geldscheine A. von Eidechsen auf Echtheit geprüft, B. zu Kompost verarbeitet oder C. mit Hilfe von Bakterien eingepfärbt. Von Eidechsen auf Echtheit? Ernsthaft? Von Eidechsen auf Echtheit geprüft. Wie sollte eine Eidechse das machen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, eben, das ist totaler Quatsch. Also bitte. Das ist so ein Kinderbuch-Vorhaben oder so. Ich finde B irgendwie gut. Das meine ich, hätte ich schon mal gehört. Ja, ich glaube auch, ich habe irgendwo, also das muss ja irgendwie vernichtet werden. Und ich glaube, es ist tatsächlich Kompost. Die richtige Antwort. Geld wächst nicht auf Bäumen, aber Bäume wachsen durch Geld. Denn die Federal Reserve Bank of Atlanta recycelt alte und verschmutzte US-Dollarscheine. Die Scheine aus Baumwolle und Leinen verschleißen relativ schnell. Sind sie stark verschmutzt oder beschädigt, werden sie geschreddert. Seit 2014 werden sie als organische Masse mit herkömmlichem Kompost vermischt und als Düngemittel verkauft. Sehr praktisch. Da muss man dann wirklich mal sagen, da haben sie was gut gemacht. Ne? Also ich finde das eine super Sache. Doch, finde ich gut. Macht man das bei unseren auch oder wird bei uns einfach nur das Geld weggeschmissen, verbrannt oder sonst was? So, ich glaube, ich nehme clever. Das ist die einzige Kategorie, mit der ich mich ja echt noch anfreunden kann. Clever. Was lässt sich mit der Faustformel Breite mal Höhe mal Länge mal 10 berechnen? Oh Gott! A. Benötigte Leistungsstärke einer Dunstabzugshaube. B. Größenverhältnis von Einflugloch zu Vogelhaus. Oder C. wöchentlicher Wasserbedarf eines Hochbeets. Breite mal Höhe mal Länge mal 10. Breite mal Höhe mal Länge, das ist doch das Volumen eines Teiles, eines, was auch immer man berechnet, ne? Breite mal Höhe mal Länge. Breite, Höhe, Länge, ja eben, dann hat man das Volumen, oder? Das heißt, eigentlich, wenn es um das Volumen geht, müsste es eigentlich der Wasserbedarf eines Hochbeetes sein, würde ich mal sagen, oder?
der wöchentliche Wasserbedarf. Macht schon mehr Sinn. Wenn es der tägliche wäre, hätte ich gesagt, das ist zu viel. Aber ich habe keinen grünen Daumen, deswegen totaler Quatsch, was ich jetzt laber. Vielleicht. Aber das größte Verhältnis von Einflüge zu Vogelhaus. Das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen. Elton? Ja, lock das ruhig ein. Also, keine Ahnung. C würde ich jetzt einfach mal ausschließen. Elton sagt C nicht. Benötigte Leistungsstärke einer Dunstabzugshaube könnte es rein theoretisch auch sein, aber wobei, nee, das macht auch gar keinen Sinn. Ich meine, eine Dunstabzugshaube ist doch schön, wenn sie klein ist und trotzdem stark. Also wenn eine Dunstabzugshaube total winzig ist, die gibt es ja auch welche, die du aus dem Tisch rausholen kannst sozusagen, und dann blasen die, dann ziehen die Luft direkt vom Topf vorne dran weg. Also wenn die klein und trotzdem leistungsstark ist, ist das super. Also ich finde, nur C macht Sinn. Wir nehmen C. Ja, also wir loggen C ein, dann schauen wir uns das an. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Wer seine Küche mit einer Dunstabzugshaube ausrüsten möchte, kann mit der Formel Raumvolumen mal 10 die benötigte Leistungsstärke errechnen. Der Formel Ach, Raumvolumen! Dass das gesamte Küchenluftvolumen 10 Mal pro Stunde umgewälzt werden sollte. Die Abzugshaube für eine kleine Küche mit den Maßen 4x3 x 2 Metern sollte also auf höchster Stufe mindestens eine Abzugsleistung von 240 Kubikmeter pro Stunde aufweisen. Ich habe das voll falsch interpretiert. Ich dachte, es geht um das Volumen der Dunstabzugshaube und nicht des Raumes. Habe ich komplett falsch interpretiert. Ja gut. Sonst hätte ich es natürlich gewusst. Nein, Quatsch. Nee, also war total Quatsch von mir. Aber ich habe jetzt echt gedacht, es geht wirklich nur um die Dunstabzugshaube. Gardelegen in Sachsen-Anhalt ist A. der Fläche nach die drittgrößte deutsche Stadt, B, die einzige deutsche Stadt ohne Anschluss an das Stromnetz, oder C, die erste deutsche Stadt mit einem eigenen Kurzmitteilungsdienst. Was sagst du? Ich finde B irgendwie geil. Das ist so die Amish-Stadt, Gardelegen. Es klingt auch so ein bisschen altmodisch, ne? Wir loggen B ein. Gardelegen ohne Strom. Wir lösen es auf, es führt. Wir legen uns einfach hin, bis wir sterben. Die Mittelstadt Gardelegen mit etwas mehr als 20.000 Einwohnern liegt in Sachsen-Anhalt und besteht aus der Kernstadt und 48 Ortsteilen. Da diese sehr verstreut liegen, kommt das Stadtgebiet auf eine Fläche von etwa 630 Quadratkilometern. Nur Berlin und Hamburg sind der Fläche nach größer. München ist sogar nur halb so groß wie Gardelegen. Ich habe schon wieder meine Alerts nicht ausgeschaltet. Was ist heute los? Dankeschön für den Follow. Weil ich schalte meine Alerts nicht aus. Das habe ich vorhin schon bei der anderen Aufnahme nicht gemacht. Gut, also es war die größte Stadt. Oder eine der größten. Da ich das jetzt nicht hingekriegt habe, würde ich sagen, ich lasse mal Stadt weg. Ich nehme mal Wunder der Natur. Damit blühende Christrosen im Winter sehr kalte Nächte überleben. Entziehen Sie Ihren Leitungsbahnen das Wasser. B. Sondern Ihre Wurzeln Methan ab. Oder C. Bilden Sie eine Wachsschicht um Ihre Stiele. Damit blühende Christrosen im Winter sehr kalte Nächte überleben. Entziehen Sie Ihren Leitungsbahnen das Wasser? Ihren Leitungsbahnen. Ich weiß noch nicht mal, was das sein soll. Also ich kann mir dann darunter nichts vorstellen. Die ihren Leitungsbahnen. Es könnte alles irgendwie sein, ne? Ich ziehe es ein bisschen zu A hin, dass sie halt über Nacht eben nicht so viel Wasser brauchen und das dann quasi wirklich wie wenn man zu Hause den Wasserhahn für außen abdreht, dass das dann nicht friert. Und tagsüber, wenn wieder die Sonne da ist, dass sie dann wieder das quasi füllen. Ich habe wirklich null Ahnung. Also B auf gar keinen Fall. Also C würde ich ausschließen. Okay, Elton ist für... Elton, komm, ich habe auch keine Ahnung. Selbst wenn es falsch ist, ich habe keine Ahnung, wirklich. Ich habe keinen grünen Daumen. Ich bin da nicht drin. Aber die anderen beiden Kategorien haben mir jetzt irgendwie auch nicht zugesagt. Christrosen blühen im Winter und können zwischen Dezember und März dem Frost gut standhalten. Bei Minusgraden wirken die Blüten manchmal schlapp, was die Folge einer Schutzreaktion der Pflanze ist. Christrosen entziehen den Leitungsbahnen und somit ihren Blüten das Wasser, um sie vor Frostschäden zu schützen.
Wenn die Temperaturen ansteigen, richtet sich die Pflanze wieder auf und blüht weiter. Nice, Elton! Bravo, Elton! Woo! Ja, war richtige Antwort, das heißt 2000 Euro! Ich find's super. Elton, jetzt mag ich dich. Du bist mein neuer Lieblingskandidat hier. Bei Wer weiß denn sowas. So, welche Kategorie kriege ich jetzt noch übrig? Was hältst du von Post? Oh, ich krieg die Großstadt. Wir haben uns für Post entschieden. Ist auf einem Paket ein Aufkleber in Form einer weißen Raute mit gegenüberliegenden schwarzen Ecken befestigt, steht das für A. Waren, die nur waagerecht transportiert werden dürfen, B. gefährliche Güter, die nur in begrenzten Mengen versandt werden, oder C. die maximale Unterbrechung der Kühlkette von 2 Stunden. Eine Raute? Gegenüberliegenden schwarzen Ecken. Am ehesten zu A. Wäre B möglich? Könnte halt wieder alles sein, das schließe ich aus. Oh Gott, also das ist jetzt wieder echt eine extrem schwere Frage. A ist eingeloggt. Hier ist die Lösung. Werden Waren mit entzündlichen oder giftigen Stoffen transportiert, so spricht man von gefährlichen Gütern. Kleinere Mengen bestimmter Gefahrengüter, wie Nagellackentferner oder Deos, können in kleinen Mengen unter vereinfachten Bedingungen befördert werden, also ohne Gefahrenguttransportmittel und ohne baumustergeprüfte Verpackung. Jedoch müssen dabei Mengenbegrenzungen eingehalten werden und das Versandstück darf nicht mehr als 30 Kilogramm wiegen. Gekennzeichnet wird die Ware dann mit einer weißen Raute auf schwarzen Teilbereichen an 2 Ecken. Schon wieder was gelernt. Gefährliche Güter. Also falls ihr mal irgendwie eine sehr, sehr gefährliche Spinnenart aus Australien euch verschicken lässt. Solange sie unter 30 Kilo ist, nur einen Sticker drauf machen. Warum fiel einem Hamburger Kneipenbesitzer 2020 auf, dass der Schlüssel für die Eingangstür verschwunden war? A. Ein Stammgast hatte ihn immer bei sich und war weggezogen. B. Als Eingang wurde traditionell ein Schaufenster genutzt. Oder C. Die Kneipe war zuvor fast 70 Jahre durchgehend geöffnet. Warum fiel ihm auf, dass der Schlüssel für die Eingangstür verschwunden war? Also das heißt, wenn die Kneipe jetzt vorher 70 Jahre lang durchgehend geöffnet war, dann ist klar, dann braucht er ja nie einen Schlüssel dafür. Und dann fällt das halt auch nicht auf. Aber ein Stammgast hat ihn immer bei sich und war weggezogen. Warum? Warum gibt man einem Stammgast den Schlüssel? Da kann er ja selber nicht auf- und zuschließen. Als Eingang wurde traditionell ein Schaufenster genutzt. Das klingt irgendwie auch gut. Also ich bin bei B oder C. Ich finde B oder C irgendwie richtig cool. Wahrscheinlich wird es denn A sein. Na, ach was. Der Hund ist denn ja in der Dominikanischen Republik gemeldet, nicht in Italien. Also C will ich jetzt einmal ausschließen. Ich finde B irgendwie geil. 70 Jahre durchgehend geöffnet. Ja, irgendwie hat das was... Wie sagt man, romantisches? Irgendwie so, ja, oh, die Kneipe, die seit 70 Jahren immer geöffnet war und so. Aber ich finde B irgendwie auch geil. So nach dem Motto, da gab es irgendeinen Grund dafür. Ich nehme jetzt B. Ja, komm, wir nehmen B. Dann nehmt ihr B. Wir werden es sofort überprüfen. Der Elbschlosskeller nahe der Reeperbahn ist eine Hamburger Institution. Die Kneipe wurde nach der in den 1970ern geschlossenen Elbschlossbrauerei benannt und war seit 1952 geöffnet und das durchgängig 24 Stunden an jedem Tag der Woche. Weil der Elbschlosskeller 2020 im Zuge der Pandemiebekämpfung schließen musste, fiel dem Besitzer auf, dass der Schlüssel für die Eingangstür verschwunden war. So musste erst ein neues Schloss eingebaut werden, bevor die Kneipe abgeschlossen werden konnte. Ja, ich war ja ursprünglich auch bei C, aber ich habe gedacht, ach komm B, da wird es bestimmt eine coole Geschichte zu geben oder sowas mit dem Fenster und ach, okay, da halt nicht. Ne? Na gut. Aber grundsätzlich bin ich zufrieden mit meiner Leistung heute. Das Team Bernhard, 1500 Euro. Das Team Elton, 2000 Euro auf dem Konto. Jetzt müssen wir das nur noch mit nach Hause bringen, ne? Wir kommen zum großen Finale. Wir nennen euch zuerst die Kategorie, dann müsst ihr setzen. Dann kommt die Frage, ihr habt 20 Sekunden Zeit zu antworten. Durchatmen. Und dann lösen es ist wir es auf. Seid ihr bereit fürs große Finale? Ja, aber sowas von Kai, du Pflaume. Die Kategorie aus der kommt ist Geografie. Meine Hasskategorie. Ich habe in Erdkunde eine 5 gehabt. Jetzt müsst ihr bitte euren Einsatz tätigen. Ich bin gar nicht gut.
Beide Nimm mal das. Gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Welcher dieser asiatischen Staaten hat die kleinste Landfläche? A. Malediven, B. Brunei oder C. Singapur? Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Malediven sind viele Inseln, aber es ist halt effektiv gesehen fast kein Land da. Es sind halt sehr, sehr viele Inseln, aber fast kein Land. Deswegen hätte ich jetzt da geschätzt irgendwie. Singapur ist doch ziemlich groß, oder? Singapur ist doch nicht gerade klein. Wie viel Geld habt ihr gesetzt? Das Team da. Das sind Malediven asiatische Staaten. Muss ich gerade mal kurz überlegen. Sind die das? Okay, da bin ich jetzt total überfragt tatsächlich. Ich habe mal nur die Hälfte gesetzt. Antworten habt ihr getippt? Team Werner tippt auf. Antwort A. Oh, die auch. Das Team Elton hat sich entschieden für Antwort A. Oh, 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 oh. Schauen wir auf. Also, ihr habt auf jeden Fall gewonnen. Inselstaat im Indischen Ozean mit 1196. Wobei, nee, stimmt, die haben. Singapur. Nee, wir haben Gleichstand. Mit 725,1. Und Brunei mit 5765 Quadratkilometer. Der kleinste dieser asiatischen Staaten sind die Malediven mit 298 Quadratkilometer. Wir haben Gleichstand. Das ist nämlich 1196 Inseln. Scheiße. Eine Schätzfrage. Oh nein, das ist auch noch eine Schätzfrage. Ihr müsst dann die richtige Antwort schätzen. Also es geht sinnigerweise um eine Zahl. Und wer dann näher an der richtigen Antwort dran ist. Da habe ich letztes Mal nämlich verkackt, ne, bei der Schätzfrage. Seid ihr bereit? Dann ist hier die Schätzfrage. Ach, das wollte ich noch hinterfragen. Die Schätzfrage letztes Mal war echt irgendwie unlogisch, meiner Meinung nach. Aus insgesamt wie vielen Musikern besteht das Orchester der Berliner Philharmoniker? Bitte jetzt euer Ergebnis ein. Wie kann ich hoch? Also hier. So. 92, sagt Bernhard. Das ist zu viel, glaube ich. Ich hätte jetzt so. Ich sag mal 55. Beide Teams haben eine Zahl. Ich finde 92 zu viel, oder? Ist das nicht extrem viel? Auf der Bühne? Steht eine 1. In der Mitte steht eine 2. 128. Was? So viele? Ach du Scheiße. Ich hätte jetzt gedacht, so irgendwie, ja, eben maximal so 70 oder so. Oh, okay, ja, Entschuldigung. Trotzdem bin ich mit meiner Leistung zufrieden. Ich habe 3000 Euro erwirtschaftet hier, auch wenn ich sie am. Mein Publikum hat es eh nicht verdient. Die haben ja eh nicht an mich geglaubt hier mit 45. Das war ja echt viel zu wenig. Ja, ich bin zufrieden. Wenn ihr auch zufrieden gewesen seid und gerne mehr sehen wollt, denkt bitte an die positive Bewertung und die Kommentare und dann kommt baldmöglichst auch wieder. Wer weiß denn sowas? Ich freue mich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal und tschüss.